Es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, in unserer Zeit eine offene Kirche zu finden. Die Häuser, die man früher Gotteshäuser nannte und die immer für jeden offen waren. Wer auch immer wollte, konnte hineingehen und ein bisschen Ruhe finden für ein Gebet oder für ein bisschen innere Einkehr. Heute ist das nicht mehr möglich. Nicht mehr 24/7, um mal ganz modern zu reden, geöffnet, sondern nur noch zu den Gottesdiensten. Im besten Fall. Zu Corona-Zeiten wurden die Kirchen ja auch da geschlossen. In bravem Gehorsam gegenüber dem Staat, der etwas zu sagen hat über die, die Gott suchen. Und wie kommt das Ganze? Warum sind die Kirchen verschlossen? Und einsame Wandererhütten, da kann man vielleicht besser beten als in einem ehemaligen Gotteshaus. Nun, der Grund dafür ist, dass die Kirchen Mainstream ticken. Sie hören auf das Geschrei der Leute, wie früher schon die Menschen auf Kreuzige, Kreuzige ihn gehört haben. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Die Leute, die brüllen, dass die Kirchen gefälligst sich mehr an die Zeit anpassen sollen und Gottes Wort zeitgemäßer auslegen sollen, wie ich am letzten Sonntag schon gemahnt habe, das sind die Leute, die eigentlich gar nicht in die Kirche gehen. Die, die mit der Kirche gar nichts zu tun haben, die weder drin sind noch sie besuchen, sind diejenigen, die am lautesten schreien. Und wenn die Kirche auf die hört, was passiert dann? Dann werden die Kirchen nicht voller, weil die ja eh nicht hingehen, es sei denn, es wird ein gottloser Gottesdienst gemacht, so ein Star Wars Gottesdienst, ja, hat schon gegeben, ein Harry Potter Gottesdienst, ja, hat es auch schon gegeben, ein Tier Gottesdienst, hat es alles schon gegeben und noch viel Schlimmeres, was ich hier lieber nicht beim Namen nenne. In deutschen Kirchen sind sogar schon Ehen geschlossen worden im Namen Allahs. Kein Witz. Und dann wundert man sich, wenn die Kirchen leer bleiben, weil die fordern, dass die Kirche gefälligst mit der Zeit zu gehen hat, die ja ohnehin nicht in die Kirchen gehen, dann ja logischerweise auch nicht kommen. Und die, die vielleicht hingehen würden, weil sie Gott aufrichtig suchen, merken, das, was da passiert, hat aber ja mit der Bibel nichts mehr zu tun. Und die kommen auch nicht mehr. Das beantwortet doch wohl die Frage, warum die Kirchen leer bleiben. Geschlossen aus Angst vor Respektlosigkeit, weil in Kirchen teilweise auch, das ist wirklich passiert, Bauschaum in historische Orgeln gespritzt wurde. Andere Vandalismustaten, sogar pornografische Dinge sind in Kirchen gemacht worden, weil sie offen waren. Darum verschließt man sie jetzt. Und der Respekt ging verloren, weil die Kirche Mainstream ist. Seht ihr, dass wir uns im Kreis drehen? Aber keine Angst, bei meiner langen Suche durch die Kirchengebäude nach einer offenen Kirche wurde ich schließlich doch fündig und der Haupteingang war geöffnet. Na, ein Glück, ich kann ein Gebet sprechen. Nein, Fehlanzeige, der Raum zum Kirchenschiff war versperrt. So schafft die Kirche sich selber ab. Große Gebäude, die teilweise für über 500 Leute gebaut wurden. Da sitzen jetzt 7 Figuren. Habe ich selber recherchiert, Pastoren gefragt. 7 Figuren, inklusive Pastor und Küster. So sieht's heute aus. Die Kirchen schaffen sich selber ab. Und woran liegt das? Ich habe es erklärt. Der Mainstream ist die Gefahr. Wenn man nicht auf die Worte Gottes hört, auf die Bibel hört, auf Jesus hört, sondern auf das Geschrei der Leute unserer Zeit. Und wo genau sind die Kirchen jetzt Mainstream? Naja, fast auf allen Gebieten. Selbst die sexuellen Freiheiten unserer Zeit, die werden in die Kirchen hineingetragen. Die Vorsitzende der EKD hat sogar gesagt, dass das Waffenliefern in die Ukraine nötig sei, sagt die Kirche, muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Die Kirche will vor allen Dingen klimaneutral sein, kein Witz, auch das wird ganz groß auf die Fahnen geschrieben, da wählen auch noch andere Fahnen vor den Kirchengebäuden, aber die möchte ich jetzt gar nicht so gerne reden. Und was auch ganz wichtig ist zu verstehen, dass in den Kirchen die ökologische Bilanz viel wichtiger ist als die himmlische. Die Kirchen interessieren sich doch gar nicht mehr für Seelen. Sie interessieren sich für das, was der Pöbel grölt. Vor den meisten Kirchen findet man mehr Insektenhotels als die Bemühung, Seelen zu retten. Insektenhotels, die sind überall vorhanden. Die Insekten scheinen den Pastoren heute wichtiger zu sein als die Menschen, die in der Kirche vielleicht verzweifelt nach Hilfe suchen. Und am Ende ist es sogar so, dass die Kirche auch medizinisch mitgrölt. Ich sagte schon, zu Corona-Zeiten haben alle brav mitgeblökt. Und genau das getan, was gefordert wurde. Und es wurde sogar gesagt, Jesus
hätte sich impfen lassen, hat eine besonders fromme Journalistin geschrieben. Nur leider kennt diese fromme Journalistin offensichtlich Jesus überhaupt nicht. Jedenfalls nicht meinen Jesus, der davor warnt, dass falsche Jesusse, Pseudo-Christosse, kommen werden in meinem Namen und werden viele verführen. Denn Jesus hätte sich garantiert niemals impfen lassen. Er hatte es nicht nötig, sich impfen zu lassen. Selbst wenn die Impfung geholfen hätte, wie es früher einmal war, bei den Pocken zum Beispiel, da war die Impfung noch eine grandiose medizinische, eine segensreiche Idee. Aber heute ist das nur noch nutzlose Geldmacherei. Und das sollte Jesus getan haben, der einen Aussätzigen anrührt, der verzweifelt zu ihm kommt und sagt, Herr, man muss sich mal einen Aussätzigen vorstellen, der halb verfault ist an seinem Körper. Das griechische Wort kennt ihr alle, Lepra steht in der Bibel für Aussatz, die Verfaulten bei lebendigem Leib. Und er kam zu ihm, Herr, wenn du willst, kannst du mich retten. Und Jesus sagt, ich will. Und fasst ihn an und sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Du hast geglaubt, du hast diesen tiefen Glauben gehabt und das hat dich geheilt und nicht die Impfung. Ich habe schon in älteren Postings mal gesagt, heißt das jetzt, dass ihr nie mehr zum Arzt gehen sollt? Bin ich so ein Fanatiker, der sagt, ihr werdet krank, betet einfach? Nein. Paulus nennt Lukas den geliebten Arzt. Lukas, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, war ein Arzt. Und Paulus hat ihn geschätzt als Bruder und als Arzt. Sonst hätte er seinen Beruf nicht gesagt. Er sagt nicht von seinem geliebten Ehepaar, was er sehr gerne hatte, Aquila und Priscilla. Der war Zeltmacher, der Aquila war ein jüdischer Mann, ein Zeltmacher. Und er sagt nicht, dass er der geliebte Aquila ist, der Zeltmacher. Das war nicht so wichtig, das war nur sein Job. Aber von Lukas sagt er, er war der Arzt. Es hatte also eine Bedeutung für ihn. Ja? Die Dinge, die Gott gegeben hat zur Heilung, die sind auch gut. Also versteht mich bitte richtig. Aber das, was heute gemacht wird, das ist einfach nur Irrsinn. Und dann zu behaupten, Jesus hätte sich impfen lassen oder, wie die Kirche rausgegeben hat, impfe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nichts anderes als eine Lästerung des Wortes Gottes. Und während ich jetzt hier im romantischen Geklöter der Gießkannen vor der Kirche sitze, die man mit Einwurf eines Geldstücks lösen kann, wie einen Einkaufswagen, damit sie nicht gestohlen werden, sieht man einmal mehr, wie respektlos und wie gottlos unsere Zeit offensichtlich geworden ist, dass man selbst vor einer Kirche die Gießkannen fest anbinden muss. Wo soll das noch hinführen? Nun ja, es wird dahin führen, was die Bibel sagt, zum sogenannten Abfall. Zuerst muss der Abfall kommen, der komplette Wegfall vom Glauben. Und genau in dieser Phase befinden wir uns gerade. In der Phase der klöternden Gießkannen, weil man Angst hat, dass auch sie gestohlen werden. So respektlos ist die Menschheit offensichtlich geworden. Und wenn man sich immer in diesem Hamsterrad befindet, dann passiert etwas ganz Entscheidendes. Die Menschheit verdummt. Ich habe schon unzählige Beispiele aufgezählt, wie die Verblödung unserer Gesellschaft voranschreitet. Und Peter Hane hat sehr schön gesagt, wenn man die Wahrheit ablehnt, dann folgt automatisch Verblödung. Das Gegenteil von Wahrheit ist also nicht zwangsläufig Lüge, sondern das Gegenteil von Wahrheit kann auch einfach nur Dummheit sein. So wie in der Bibel das Gegenteil von Freude nicht zwangsläufig Leid ist, sondern das Gegenteil von Freude ist Sünde. Denn die Sünde, die führt ins Leid und in die Traurigkeit. Und wenn die Verblödung so weit voranschreitet, dass selbst unsere Jugendlichen heute bei der Führerscheinprüfung, bei der Theorieprüfung mit einer Durchfallquote von 50% glänzen, kann man sich die Frage stellen, hat denn wirklich der IQ nachgelassen? Werden die Jugendlichen wirklich blöder oder woran liegt das? Nein, das liegt wiederum am Kuschelkurs, der auch Jesus immer wieder unterstellt wird, der so kuschelig und lieb ist, wie mein Bruder Tobias Riemenschneider kürzlich in einer Predigt so schon sagte, mit einem wunderschön glatt femininen Haar, mit dem er glatt bei einer Shampoo-Werbung als Model dastehen könnte. Oh nein, so ist Jesus nicht. Das ist ein ganz großer Irrtum. Und dieser Kuschelkurs, der führt dazu, dass die Jugendlichen überhaupt keine Kraft mehr haben, sich gegen den Mainstream zu stellen. So wie Sophie Scholl das gelungen war. Wusstet ihr eigentlich, wen Sophie Scholl besonders verehrt hat? Adolf Hitler. Das ist kein Witz. Sie und ihr Bruder Hans waren glühende Verehrer des Führers. Ihr Bruder noch mehr als sie.
Nun ja, sie war 12 Jahre alt. Was will man ihr für einen Vorwurf machen? Man hat sie halt verdreht, wie man auch heute die Jugendlichen verdreht. Und die Sophie Scholl, die hat mit Begeisterung auf die Radierung von Hitler geguckt, die ihr Bruder Hans immer wieder in seinem Zimmer aufhängte und der Vater der beiden, ein tiefgläubiger Mann, sie jeden Tag wieder abhängte und ihnen sagte, Hitler ist ein Rattenfänger von Hameln. Hätten die beiden das publik gemacht, wäre er wahrscheinlich eingesperrt worden. Später hat er Hitler einmal als Gottesgeißel bezeichnet, was auch völlig korrekt ist, und wurde dafür 4 Monate hinter Gitter gesperrt und bekam anschließend ein Berufsverbot. Sophie Scholl ist, Gott sei es gedankt, noch aufgewacht und hat gemerkt, dass sie dem Mainstream gefolgt war und merkte, was für ein Irrsinn da gerade passierte, als in der Reichspogromnacht die Bücher verbrannt wurden, die sie selber verschlungen hat, von Thomas Mann und anderen namhaften Autoren. Und irgendwann gingen ihr die Augen auf, was da wirklich passierte. Leider ist es so, dass den Menschen, denen die Augen aufgehen und sie am Schluss gegen den Mainstream stellen, oftmals die Katastrophe droht. Kürzlich sagte mir ein Arbeitskollege, ich würde hier ja nur die Opferrolle spielen. Ich sei keiner, der vergast werden würde oder eingesperrt werden würde. Recht hat er. Noch ist das nicht so. Aber spiele ich wirklich die Opferrolle hier mit meinen Sonntagspostings? Die Opferrolle, wenn Schüler in Deutschland abgeführt werden, weil der Rektor bei der Polizei anruft, hier sei etwas Straftatmäßiges, ein Straftatbestand möglicherweise vorhanden, weil eine Schülerin gesagt hatte, Deutschland sei nicht nur ein geografischer Ort, sondern auch ihre Heimat? Ist das wirklich so, dass ich eine Opferrolle spiele, wenn ein Taxifahrer verklagt wird und zu einer Strafe verdonnert wird, weil er seinen Glauben in einem kleinen Schriftzug eines Bibelverses auf seinem Taxi bekannt hat? Spiele ich wirklich eine Opferrolle, wenn das Christentum abgeschafft werden soll, weil man Bibelverse heute schon gar nicht mehr zitieren darf? Oder darf ich tatsächlich noch die Syphilis, die gerade in Berlin besonders explosionsartig sich verbreitet, wenn ich jetzt sage, dass die nur in homosexuellen Kreisen zu finden ist, wie es Römer 1 auch sagt, dass die den Lohn ihrer Verirrungen an sich selber empfangen haben, darf ich das wirklich noch oder holt man mich jetzt diese Woche noch ab für diese Aussage? Das ist das, was die Bibel sagt. Übrigens steht's auch in dem Artikel, ich verlinke wie immer alle Quellen in der Filmbeschreibung von t-online.de, dass die Syphilis tatsächlich überwiegend in diesen Kreisen zu finden ist. Ehrlich gesagt, fast nur. Und so steht's auch da im Artikel. Es ist also die Wahrheit. Die Frage ist, wie lange darf man diese Wahrheit noch aussprechen? Und die Frage, die ihr euch alle stellen müsst, ist, was kann ich denn tun? Was kann ich denn tun, wenn der Mainstream mich übermannt? Wenn ich völlig machtlos bin gegenüber diesem Wahnsinn? Nun, ich sag dir, was du tun kannst. Du kannst deine Meinung äußern und dir den Mund nicht verbieten lassen. Du kannst klar und deutlich definieren, was du glaubst. Du kannst entgegenhalten und den Menschen das auch sagen. Und du hast auch die Möglichkeit zu reagieren. Wie Peter Hane kürzlich sagte, wenn man zum Beispiel dem Gender-Wahnsinn entkommen will, und ich hatte von meinem Arbeitgeber sogar den Auftrag bekommen, zu sagen, dass unsere Zeitschrift diesen Gender-Schwachsinn nicht mitmachen wird, selbst dafür bin ich angefeindet worden, obwohl das eine Auftragsarbeit war. Da sagt Hane, es liegt doch bei euch, ob ihr das wollt. Es gab einen Verlag, dem hat er geschrieben, ich werde nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, weil ihr diesen Gender-Wahnsinn mitmacht. In dieser Woche musste ich meine Mutter besuchen im Krankenhaus. Und da gingen wir durch diese große Drehtür am Eingang des Krankenhauses und da hing ein Zettel, dass man doch bitte einen Mundschutz aufsetzen möchte, wenn man Erkältungssymptome oder Husten hat. Ja, ich habe gerade Husten, aber ich habe keinen Mundschutz aufgesetzt. War ja nur eine Empfehlung. Aber oben drüber stand, liebe BesucherSternchen-Innen. Nun, man kommt nicht immer aus der Nummer raus. Ich muss ja ins Krankenhaus. Aber da, wo es in meiner Macht liegt, kann ich auch sagen, mit euch arbeite ich nie mehr zusammen. Laut Dr. Florian Becker, der ein Gastautor beim Fokus ist und der diesen Artikel geschrieben hat, den ich schon angesprochen habe, über die Jugendlichen, die zu 50% Durchfallquote durch die Führerscheinprüfung rasseln, ist es so, dass das nicht an einer Verdummung selber liegt oder an mangelnder Bildung, sondern daran, dass die Jugendlichen einfach faul sind. Sie haben keine Selbstdisziplin mehr. Und wenn man keine Selbstdisziplin mehr hat, dann schafft man es auch nicht, wie eine Sophie Scholl zum Beispiel, klar und deutlich sich zu positionieren. Denn Sophie war eine ausgesprochen selbstdisziplinierte Frau, die gerade auch was das Sexuelle für sich Askese und klosterartiges Leben beschlossen hatte. Sie war eine tiefgläubige Christin. Ich weiß nicht, ob sie wiedergeboren war, aber sie hat auf jeden Fall die christlichen Lehren ihrer Eltern übernommen. Und ich hoffe, dass ich sie eines Tages da oben sehen werde. Sophie Scholl war eine mutige Frau.
Sie war eine derjenigen, die gesagt haben, ich mache diesen Mainstream-Irrsinn nicht mehr mit, sondern ich stelle mich dagegen. Und es ist mir völlig egal, was da mit meinem Leben passiert. Mir geht's genauso. Ich werde mir meinen Mund auch nicht verbieten lassen, weil es mir einfach wichtiger ist, die Wahrheit des Wortes Gottes auszusprechen. Und die Wahrheit des Wortes Gottes ist nur eins, Jesus Christus. Dieses Wort redet von Anfang bis Ende von Jesus. Dieses Wort ist Jesus, wie ich schon am letzten Sonntag sagte. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Auf ihr Todesurteil hatte Sophie Scholl was geschrieben. Erst Jahrzehnte später machte sich jemand die Mühe, diese Akten durchzuwühlen und bekam dieses Todesurteil des idiotischen und geisteskranken Nazis Freisler, der Richter, der Sophie Scholl zur besonders brutalen Hinrichtungsstrafe des Beils, der Guillotine, verurteilt hatte, in der Hand hielt. Und dann drehte er dieses Urteil um und sah, wie Sophie Scholl auf die Rückseite geschrieben hatte, Freiheit. Mir geht es hier nicht um politische Freiheit. Mir geht es hier nicht um die Freiheit Deutschlands. Mir geht es um die Freiheit Gottes. Denn er will euch frei machen, sagt Jesus Christus. Er wird euch frei machen. Und damals sagten die religiösen Führer, wieso müssen wir frei werden? Wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Was für eine Lüge. Sie waren immer Sklaven gewesen. Sklaven der Ägypter, der Babylonier. Sklaven der Assyrer, Sklaven der Römer, aktuell, als sie das sagten. Und sie merkten es nicht, dass sie Sklaven waren. Und Jesus sagt ihnen, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und diese Freiheit, die möchte ich euch hier jeden Sonntag vermitteln. Frei. Frei werdet ihr nur, wenn eure Sünden vergeben sind. Und die kann nur einer vergeben. Die Wahrheit. Jesus Christus. Du musst nur zu ihm gehen. Geh auf seine Knie und sag's ihm. Ich bin verloren. Immer wieder schreiben mir welche, wovor muss ich denn gerettet werden mit 3 Lachsmilies? Diese Lachsmilies werden euch fehlen, wenn ihr vor Gott steht. Dabei ist es kostenlos. Sag einfach, ich bin verloren und ich bin auf dich angewiesen. Du hast für mich bezahlt. Ich glaube das. Ich bekenne dir meine Sünden und ich will dir von jetzt an folgen. Dir, Jesus Christus, nicht dir, Matze Koch. In diesem Sinne, euch allen einen gesegneten Sonntag. Könnt ihr mal die Klappe halten?